herzlich willkommen zu einem letzten Weihnachtsnachmittag in diesem Jahr. Und auch heute steht nochmal ein Märchen-Oldie auf dem Wunschprogramm. Die Prinzessin mit dem goldenen Stern. Wir können noch einmal einen Blick auf das zauberhafte Märchenrätsel von Fräulein Rate Sumbria werfen und uns ein kleines bisschen in Himmelpfort umsehen. Habt ihr noch ein paar Kekse auf dem Weihnachtsteller? Ein bisschen Tee und Kakao? Dann steht ja dem absoluten Filmgenuss nichts im Wege. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei der Prinzessin mit dem goldenen Stern. Märchenrätselhexe Rate Sumbria verbringt ja auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest wieder bei ihrer Schwester. Aber damit uns ohne sie nicht ganz langweilig wird, hat sie uns doch noch ein Märchenrätsel hier gelassen. Und zwar zu dem Film Die Goldene Gans. Und das darf ich euch jetzt noch mal präsentieren. Das ist eine Aufzeichnung. Ein Haar der Prinzessin vom Jüngling. Ein Kuss. Kichern, na Hexe! Jetzt fehlt noch ein Schuss! Drachenblut und eine Träne, die ich aus dem Fläschchen nehme. Voila! So. Rühre, rühre mit der Kelle. Zeig dich Rätsel auf der Stelle! Was sagt der Bruder immer? Immer ich hab ich ein Glück oder immer ich hab ich ein Pech oder immer ich hab ich ein Schwein. Der Möglichkeiten gibt es drei. Doch nur wer die Rechte weiß, kann gewinnen einen Preis. Und das sind die Preise, die auf die glücklichen Gewinner warten. Wir verschicken noch einmal viele Überraschungspakete mit Büchern, CD-ROMs und Spielen. Und außerdem steht dieser Korb vollgepackt mit selbstgefertigten Köstlichkeiten nicht nur aus dem Himmelpforter Kräutergarten für eine Gewinnerfamilie bereit. Es lohnt sich also, bis zum 4. Januar die richtige Lösung an die richtige Adresse zu schicken. ORB Familienprogramm, Postfach 909090 in 14439 Potsdam. Die Faxnummer lautet 0331 743 5689. Und wer seine Antwort per E-Mail schicken möchte, kann es tun unter familienprogramm@orb.de. Die Auflösung erfahrt ihr am 7. Januar 2003 im ORB-Text auf Seite 375 und im Internet unter www.orb.de. Nun geht die schöne Weihnachtszeit leider schon wieder dem Ende entgegen. Doch man kann auch nach Weihnachten hier in Himmelpfort schöne Stunden verbringen und viel Interessantes entdecken.